starte jetzt hier mit einer neuen Serie. Das ist eine T3 Feuerwehr, Baujahr 85. Was gibt es zu tun? Rostschäden beseitigen, die Auspuffanlage haarfähig gemacht werden und es gibt ein paar Verschleißteile. Also das sind hier eigentlich die massivsten Schäden. Außerdem werde ich Bleche anfertigen. Die linke Seite ist soweit fertig geschweißt. Hier haben wir das Endblech und das Stück Radlauf, was defekt war. Diese Karosseriedichtmasse von VW ist Segen und Fluch zugleich. Sie wurde für die Modelle ab Anfang bis Mitte der 80er Jahre verwendet und schützt die Autos sehr, sehr lange vor Rost und Witterung. Allerdings, wenn die dann mal kaputt geht und da Wasser eindringt, dann ist es nicht schön. In diesen Ecken, da müsst ihr euch einfach die Arbeit machen und den Unterbodenschutz rauspopeln. Weil ihr seht, hier unter dem Unterbodenschutz sind Rostherde. So, und die müssen jetzt abgeschliffen und versiegelt werden. Das ist ganz wichtig. Und was ich dafür benutze, das erzähle ich euch gleich. Wie bekommt ihr den Unterbodenschutz ab? Ja, das ist sehr lästig. Ich mache das mit einem Heißluftföhn und einer Drahtbürste bzw. einem Bürstenaufsatz für die Bohrmaschine, je nachdem, wo man hinkommt. Und hier gehe ich dann halt mit kleinen Fräsern rein und einer Schleiffeile. Ja, alles sehr lästig, diese Ecken, ist halt doof, aber muss sein. Jetzt wisst ihr auch, warum das Sinn macht, diese Rostnester wegzuschleifen. Auch wenn das jetzt hier nicht so optimal geklappt hat, weil ich nicht mit allen Schleifgeräten in jede kleine Ecke komme. Aber dafür nutzen wir Rostumwandler. Aber was wichtig ist, hier hat sich ein kleines Loch gezeigt. Und das muss ich jetzt natürlich noch zumachen, aber das können wir schlecht so lassen, das ist nicht wirklich schön. Die Ecken habe ich jetzt alle ausgeschliffen, dann mit Rostschutz bzw. Rostumwandler behandelt, den zeige ich jetzt gleich nachfolgend im Bild. Und dann mit Branto Corux grundiert, zwei Schichten, sehr dünn verdünnt, damit das auch überall in die kleinen Ritzen läuft. Die dritte Schicht, die dann drauf kommt, ist dann unverdünnt. Ja, wie geht's weiter? Ihr seht, hier haben wir eine große Lücke. Also das Blech hier war völlig durchgegammelt. Das habe ich jetzt großzügig rausgetrennt. Werde heute mit einer Pappe eine Schablone anfertigen, damit ich das neue Blech anfertigen kann. Das machen wir jetzt gleich. Und dann geht es natürlich mit dem Einschweißen los. Aber die Ecke hat natürlich noch mehr zu bieten. Auch hier war die Endspitze weggegammelt, die hat sich nicht gelohnt zu retten, die wird auch neu eingeschweißt und auch der Radlauf, hier sogar ein bisschen weiter nach oben noch betroffen, den werde ich auch neu einschweißen. Warum steht der Radlauf noch? Das ist ganz einfach zu erklären, damit ich hinterher die richtige Flucht und den Winkel für die Endspitze habe, das ist sehr viel einfacher, kann ich die hier am Original ansetzen und trenne erst dann den Radlauf raus, das macht die ganze Sache etwas leichter. Da ja, sieht man jetzt im Dunkeln nicht, ist auch noch ein großes Loch drin, dem werde ich mich auch noch annehmen natürlich. So, der Radlauf selber, der ist zwar ziemlich angegammelt, aber den kann man abschleifen, das habe ich auf der anderen Seite auch gemacht, das habt ihr sicher im Bild gesehen. Was nicht so schön ist, ist, dass hier unten dieses Blech auch schon weggefault ist, das heißt, hier werde ich ungefähr an dieser Stelle abtrennen müssen und auch dieses Stück werde ich neu fertigen. Als nächstes werde ich jetzt die Kontur des Bleches auf diese Pappe übertragen. Die Schweißpunkte sind jetzt verschliffen. Als nächstes werde ich diese Ecke hier anfertigen und wieder einschweißen, damit wir dann hinten die Endspitze einschweißen können. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich halte jetzt eine Lampe hier hinter. Und dann sehe ich genau, wo noch Löcher sind. Aber so kann man das erkennen und die dann nochmal zuschleifen, schweißen. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Wie ihr seht, die Endspitze ist drin. Und im Gegensatz zur linken Seite ist die Passform des Radlaufs auf der rechten Seite eine Katastrophe. Ich schwenke mal hier runter. Also hier stimmt es überhaupt nicht. Obwohl es dann hier unten wieder stimmt. Ja, und hier oben am Radlauf, da brauche ich wohl nichts zu sagen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich das lösen werde. Ich werde mit dem Teil, was ich hier oben abgeschnitten habe, versuchen zu stückeln.
und das hier irgendwie einigermaßen passend hinzubekommen, ja, nicht wirklich sehr befriedigend. Ihr seht auch, ich muss das auch total schräg einsetzen, wobei, da muss ich zugeben, habe ich vielleicht beim Anzeichnen einen Fehler gemacht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das wird eine fummelige Arbeit. Zunächst werde ich jetzt einen Streifen Blech einschweißen, den ich dann zurückschleife, um die Lücke zu schließen, die dadurch entstanden ist, dass ich das Einschweißblech zum einen etwas schräg einschweißen muss, damit es passt, und mein zu kurzes Abschneiden auszubalancieren. Das Blech ist jetzt eingeschweißt, dann habe ich das mit einer Reißnadel nochmal angezeichnet und habe es abgeschliffen. Das erlaubt mir auch, dieses Blech wieder ein Stückchen weiter runterzusetzen. So, jetzt ist die Situation hier natürlich sehr unbefriedigend, da braucht man gar nicht drüber sprechen. Aber da das sowieso alles vorne und hinten nicht passt, ja, also hier ist ein Versatz von gut 5 mm, werde ich gleich sehen, wie ich das auflöse. Ein Schritt nach dem anderen. Ich versuche die Situation jetzt aufzulösen, indem ich den Radlauf hier geschlitzt habe, hier ein Blech einschweißen werde, was ich dem Radlauf entsprechend forme, und so versuche ich, hier einen Übergang zu schaffen. Und den Rest müssen wir dann hinterher mit Spachtel ausgleichen. So, das habe ich hier schon eingeschweißt. Die kleinen Löcher hier verschwinden gleich natürlich noch, die werde ich noch nachschweißen. Aber es wird langsam, ich hoffe, das funktioniert. Die Situation ist jetzt aufgelöst. Ich habe hier Blechkeile eingeschweißt, habe das vorher eingeschlitzt, damit ich es biegen kann. So, die Oberfläche ist jetzt natürlich nicht der Knaller, aber das muss dann der Spachtel richten. Das geht an der Stelle leider nicht anders, weil das alles ja so völlig nicht passend war. Aber ich denke, die Lösung ist gut. Trittstufe hat es hinter sich. Die sieht so aus. Also raus damit. Das Tankloch ist tatsächlich nur rund um den Einfüllstutzen faul gewesen, sonst ist es ziemlich gesund. Ich habe das ganze Blech gekauft, aber das werde ich da schön reinfummeln. Also so werde ich das natürlich nicht lassen. Schon so, dass ich das Blech einpassen kann, aber ich habe jetzt erstmal den Tankstutzen rausgeholt, weil die Schrauben da ein bisschen verrostet waren, das war dann nicht so lustig. Ja, auch hier muss ich die Aufnahme erneuern. Das Tanklochblech ist jetzt eingepasst und fixiert und jetzt werde ich das kurz ein bisschen einheften. Hier muss ich jetzt wirklich extrem vorsichtig sein mit Hitze. Das heißt, ich muss hier jeden Schweißpunkt sofort nach dem Anheften mit Pressluft kühlen. Die ersten Punkte habe ich angeheftet. Das Blech sitzt gut, bündig. Jetzt muss ich zuschweißen, das dauert natürlich und ich hoffe, dass mir nicht irgendein Missgeschick passiert. Die Schweißarbeiten sind abgeschlossen. Jetzt geht es daran, alles zu grundieren, beizuarbeiten, zu lackieren und zu konservieren. Aber das wird dann die nächste Folge.